Baumann ist das Pflicht gewesen, dass die Helikopter rot-weiß sind, weil ihr das Weiss-Helikopter heisst? Oder was ist die Idee dahinter? Ja, ich denke, der Name ist natürlich schon verbindlich, wenn man Weiss-Helikopter heisst. Dann sollte man auch am Helikopter selber ein bisschen sehen, dass da Schweiz drin steckt. Wir sind ein Unternehmen, das in der ganzen Schweiz tätig ist, an 14 Standorten. Und wir betreiben über die ganze Firma hinweg rund 35 Helikopter, die tagtäglich für Rundflüge, Personenflüge, Transportflüge, Filmfotoflüge und auch für die Flugschule im Einsatz sind. Herr Steiner, am Wochenende ist Tag der offenen Tür bei den Swiss Helicopters. Was gibt es zu sehen am Wochenende? Es gibt diverses gesehen, unter anderem natürlich sicher jetzt, weil wir eine neue Firma sind seit 3,5 Jahren, Swiss Helikopter, der Heli, den wir hier im Hintergrund sehen, mit dem neuen Design. Warum muss man am Samstag da sein? Ja, am Samstag haben wir ein interessantes Programm hier in Pfaffnau, neben unserer Helikopterausstellung, die wir hier vor der Basissauce werden aufbauen, gibt es eine Festwirtschaft, man kann sich also auch verpflegen bei uns. Und ein Highlight, das am 11 und um 2:30 stattfinden wird, sind zwei Darbietungen, zwei Flugvorführungen. Die eine ist von der Sondergruppe Luchs, von der Luzerner Polizei. Da sehen unsere Besucherinnen und Besucher, wie wir bei der Polizei mit dem Helikopter arbeiten, wie die Sondereinheit kann intervenieren im Fall von einer Krise, von einem schlimmen Zwischenfall. Und im Anschluss sehen unsere Besucherinnen und Besucher Super Puma Display. Das ist eine Kunstflugvorführung vom Super Puma Team von der Schweizer Luftwaffe.